Ja, hallo Leute, ich bin wieder euer Charlie mit einem neuen Pilzefilm. Auch wieder in einer anderen Location, und zwar den Dammloser Wald. Ja, mal wieder Dammloser Wald, aber diesmal bei Ripsdorf. Das ist hinter Dammlos in Ostholstein. Ja, da ist der Weg, da gehen wir mal lang und dann schlagen wir uns in die Büsche. Ja, eine Gruppe grünblättriger Schwefelköpfe. Sie sind grünblättrig, auch wenn eventuell die Kamera es nicht so aufnehmen sollte. Ja, diese kleinen Gesellen sind Rettichhelmlinge. Ja, schon riesiger, gammeliger Hallimasch hier. Aber ist eh nicht mein Pilz. Hier steht ein stattlicher Perlpilz. Ja, hier steht gelber Knollenblätterpilz in verschiedenen Altersstufen. So, noch einmal, da hier schon mal öfter Champignons gezeigt worden sind oder Schirmlingsegerlinge und gesagt worden sind, das sind ja garantiert Knollenblätterpilze. Nein, also, Knollenblätterpilze zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt eben anders sind und dass sie eben eine andere Knolle haben, und zwar eine. Hier solche, da ist eine kleine Scheide dran, mit, also die man so abnehmen kann. Nicht? Dann sind das hier diese weißen Lamellen, die er hat. Das hat der Champignon auch nicht. Und die Hüllreste, die können allerdings auch mal abgewaschen sein, aber dann ist der Hut komisch glatt. Der Champignon ist immer etwas matt oben am Hut. Ja, also da muss man drauf achten. Und dann kann man sich auch nicht so tun. Der gelbe Knollenblätterpilz ist auch nicht so gefährlich. Da kann man sich also nicht so leicht tödlich dran vergiften. Dieser Pilz ist der Doppelgänger des Hallimasch, der sparrige Schüppling. Ja, der hat also auch oben auf dem Kopf solche Schüpplinge, ja, was ihm wahrscheinlich diesen Namen gegeben hat. Und er ist viel, viel gelber als der normale Hallimasch. Also ja, hier gibt es stattliche Knoblauchschwindlinge. Kann man einen raus. Ja, ganz charakteristisch ist dieser Duft, voll nach Knobi. Ah, ja, riecht lecker. Hier eine ganze Kolonie vom gelben Knollenblätterpilz. Hier ist eine wunderschöne Gruppe. Amanita citrina. Ja, hier kommen wir an der Stelle mit Maronenröhrlingen, die auch ihren Weg ins Körbchen finden. Oh, ganz tapfer verfolgt mir hier unser kleiner Trüffel in den Wald und durch das Dickicht. Aber wo es zu dicht wird, da trage ich ihn natürlich. Einer der letzten Goldröhrlinge. Im typischen Habitus ein Täubling. Was für einer, kann ich hier im Walde nicht bestimmen. Das ist bei Täublingen nun mal so. Ich werde ihn gleich probieren und gucken, ob er essbar ist. Und wenn er das ist, nehme ich ihn mit. Auch hier wieder ein paar Täublinge. Ja, lamellenbrüchig. Nicht cremeweiß. Wieder ein Fall für den Geschmackstest. Ja, nochmal ein stattlicher Perlpilz. Ja, die kenne ich aus dem Sauerland. Und Waldblutegerlinge, die hier wachsen. Ja, finden ihren Weg ins Körbchen. Hier finde ich Anis-Champignons direkt neben Knollenblätterpilzen. Aber die rosa Lamellen und der Geruch sind hier eindeutig. Und unweit davon noch ein Egerling-Schirmling. War nicht zu glauben. Alles auf einem Flecken. Ja, eine Sohle von Wildschwein. Das Wasser ist sogar noch ein bisschen dreckig. Also ist gar nicht so lange her, dass die hier waren.
Und immer wieder begeistern mich diese Spechtintlinge. Ein kleiner Steinpilz. Ja, und von sowas träumt jeder Sammler. Hier steht alles voller Steinpilze. Guckt sie euch an. Da, hier stehen bestimmt 20 Stück auf einen Haufen. Hier ist alles voll. Die werde ich jetzt abernten. Und dann habe ich genug für heute. Aber sie sind wie gemalt. Guckt euch das mal an. Schönes Exemplar, ne? Was für schöne Dinger. Ja, das hat hier gar kein Ende mit den Steinpilzen. Auch eine schöne Gruppe. Ja, dann werde ich mir das Körbchen vollhauen und dann fahre ich nach Hause. Dann habe ich ja meine Kilos und dann darf ich auch nicht mehr. Die Qualität ist einmalig hier. Das ist hier also dammloser Forst. Tolle Location. Ja, der Korb ist voll, also das reicht jetzt. Muss ja nicht mehr sammeln, als man braucht. Und dann sage ich, triff, triff und viel Vergnügen mit diesem Film. Und wenn ihr mal in Ostdeutschland seid, dann geht ruhig mal in diesen schönen Urwald. Ihr habt also hier eine Pilzparagenese vom Feinsten, so viele verschiedene Sorten. Selbst ich kenne die auch nicht alle, kann ich auch nicht. Und manchmal nehme ich auch mal einen mit zum Bestimmen. Aber da muss man mal gucken, es ist wirklich ein ganz fantastischer Wald hier.